So, hier drin hat man schon mal einen Kontaminierungskampf geführt. Es würde mich überraschen, wenn dem jetzt nicht nochmal so wäre. Aber vorher eine kleine Visite in der Werkbank. So, das haben wir ausgebaut. So, okay, also die Rig ist voll ausgebaut und ich habe mich jetzt mal ein bisschen aufs Stasi-Modul konzentriert noch und ich hoffe, dass es ein bisschen was bringt. Wir schauen mal. Ich habe die Dauer und die Energiekosten davon jetzt ein bisschen einmal erhöht und reduziert. Na, nimm's doch. Nimm ich's, Junge. Die Kontamination wird initialisiert. Ja, das fand ich schon, das ist natürlich ein cooles Ding, ne? Also, hier wird ganz klar mit Erwartungshaltung gespielt irgendwie, weil, wie gesagt, im ersten Teil musstest du hier erstmal einen Kampf in der Dekontaminations-Area führen. Und jetzt, oh shit, Alter, jetzt hat man natürlich nur drauf gewartet, ne? Oh shit, oh shit. Button. Nimm das! Scheiße. Ja, das meine ich. Das ist halt sehr, sehr munitionsfressend irgendwie, wenn du den Dicken irgendwie falsch erwischt. Hallo, Suppenartig. Ich wollte gerade sagen, guten Tag, suppenartiger Schleim. Aber dann doch lieber guten Tag. Anrückende Necromorphs. Wo ist er? Reload! Was? Ah, von hinten.
Nein, 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 So, das war gerade mal richtig kacke, irgendwie. Richtig blöde Nummer. Was? Oh. Alter, wieso? Mann. So, dann schauen wir mal, wie wir das hier ein bisschen mal gelöst bekommen. Okay, wir haben natürlich wieder eine Menge Container, die hier rumschwirren. Die holen wir uns erstmal. Because for the cash. So, okay. Wupp. So, und dann müssen wir anscheinend hier einfach die Energiepacks hier mit einsetzen. Das wird wahrscheinlich untermalt werden von feindlicher Invasion. So, Kumpel, wo kommst du rein? Du kommst wahrscheinlich hier rein. Nee, kommst du nicht. Hier auch nicht. Da kommst du rein. Wunderbar. Alles klar. So, dann fliegen wir mal ganz kurz. Oh, was haben wir hier? Was haben wir da? Wir haben ein Schema gefunden. Das ist ein bisschen rumgeflogen, wie so eine dicke Hummel. Okay. Ui, ja, man sollte vielleicht bedenken, dass die Zentrifuge auch, sobald wir das jetzt hier gerade alles eingesteckt haben, wieder abgeht, wie Sau. That's it. Hier haben wir ein Package. So, und the last one. So, okay, da drüben ist die Steuerung für die Zentrifuge, so wie es aussieht. Da düsen wir mal schnell hin. Oh, wir haben also ja noch eine Plasma-Cutter-Munition. Klingt nicht so gut. Müssen wir überhaupt hin? Okay. Müssen wir zurück. Nein! Ja! Oh, das kannte ich noch. Das war der fiese Flashback aus dem ersten Teil. Das Ding hat uns durchs halbe Schiff gezogen. Die Zentrifuge ist online.
Ich gehe zurück zur Bahnstation. Okay. Ich habe uns fast von der Magnetbahn abgekoppelt. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Jetzt wird es tatsächlich, glaube ich, fies. Hallo. Scheiße. Oh, jetzt kommt Papi. Oh, so ein Black Spreader ist auch übel. Die Kontamination abgeschlossen. Das wird 2022. So ist übel, bleibt übel. Es ist halt einfach. Dieser Kampf auf diesen super engen Räumen ist halt einfach nur übel. Aber Sohn. Isaac, Strauss macht mir langsam Sorgen. Hören Sie mal. Ich würde nie. Aber Sohn, Daddy ist kein Mörder. Strauss, er ist nicht real. Doch, das ist er. Sie können ihn nicht sehen, weil Sie die Schritte nicht hören. Legen Sie den Schraubenzieher weg. Stirb! Donnerlittchen. Lässt mich total kalt, das Spiel. Oh Gott, oh Gott. Bitte?